Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns vom Shisha-Team. Ich bin heute mal wieder alleine hier am Start und zwar ist es gerade für uns nicht allzu leicht, uns immer zu treffen, weil wir wenig Zeit haben und dann ist es auch schwierig, Videos zu drehen. Aber wir wollen euch natürlich jetzt nicht ewig sitzen lassen. Deshalb habe ich mir gedacht, machen wir heute mal einen neuen Tabak und zwar den Alaska Freezio von 24/7. Von der Marke habt ihr vielleicht schon einiges gehört auf unserem Kanal und heute eben der Alaska Freezio. Ja, preislich liegt das Ganze standardmäßig 24/7 bei 200 Gramm 16,90 €. Ja, und was soll das Ganze sein? Es soll sein ein Essbonbon. Wenn ich dran rieche, riecht es auch fast original wie diese Eisbonbons, die man aus dieser blau-weißen Tüte hatte, diese wirklich klaren Eisbonbons. So begleitet wird das Ganze aber von so einer Art Bananennote. Also es ist ganz merkwürdig. Viele Eisbonbon-Tabake haben diese Note. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber es riecht auf jeden Fall ansprechend und wirklich, wirklich frisch. Vom Schnitt her, jetzt habe ich schon wieder zugemacht, vom Schnitt her ist es okay. Ihr habt ein paar Ästchen drin, aber ich würde da einfach nochmal ein, zwei Mal mit der Schere ordentlich rein und dann sollte das gar kein Problem sein. So, ansonsten wirklich schön eingezogen, goldgelber Tabak, Virginia Rot-Tabak und die 24/7 Molasse da drauf. Ja, dann würde ich sagen, erstmal genug gequatscht und nehmen wir mal den ersten Zug. Ich rauche wie immer mit der Sapphire Powerball und dem Kalut Lotus Aufsatz. Zwei Tomko Kochatsi 26 Kohlen, Rest, Videobeschreibung, seht ihr schon. Ihr seht's, ich habe ihn jetzt 5 Minuten einfach ein bisschen erwärmen lassen. Der erste Zug, der Rauch ist voll da. Zweiter Zug, genauso dichte Rauchwolken. Er lässt sich wirklich sehr, sehr angenehm rauchen. Es ist nicht zu kalt, aber auch nicht zu lusch, finde ich. Also es ist genau der richtige Mix, dass man so eine leichte Frische im Rachen hat, die aber nicht kratzig ist. Die Bananennote, die ich angesprochen hatte im Geruch, findet sich meiner Meinung nach leider im Geschmack wieder. Wer darauf steht, gibt sicherlich Leute, die da richtig drauf abfahren. Die werden sich freuen, weil die findet ihr wieder. Ich selber hätte mir gewünscht, dass es wirklich ein reiner Eisbonbon ist. So an sich schmeckt es aber doch ganz lecker. Ja, ihr habt dieses typische Eisbonbon-Gefühl, diese leicht zitrus-spritzige Note, aber wirklich nur ganz, ganz leicht, begleitet von einer angenehmen Frische und dann kommt diese Bananennote durch. An sich komplett gelungen so, aber ja, eben nicht ganz mein Geschmack, aber das ist ja wie bekanntlich auch subjektiv. Also wenn ihr Bock darauf habt, auf so eine leichte Bananennote, könnt ihr da nichts falsch machen, weil der Rauch an sich ist sehr angenehm weich. Es kühlt leicht im Rachen, lässt sich super entspannt rauchen. Also selbst ich, der den Geschmack nicht so feiert, ich kann diesen Tabak ohne Probleme rauchen, ohne dass mir schlecht wird oder so. Das war bei anderen Marken deutlich anders schon mal. Kommen wir zum Fazit. Was sage ich zu dem Tabak? Ja, ich würde dem Ganzen eine Kaufempfehlung geben. Für die Leute, die sich im Klaren sind, hier ist eine Bananennote drin und ihr steht auch auf eine Bananennote. Dann kauft euch diesen Tabak, dann werdet ihr ihn feiern, kann ich euch versprechen, der ist wirklich lecker dann. Wenn ihr natürlich Fans von diesem klassischen Eisbonbon seid, dann vielleicht eher nicht, weil es geht wirklich eher in diese Bananenschiene. Vielleicht kennt ihr den Ultimate. Blue, White, ich hab's vergessen. Nee, White war Zitronenkuchen. Ich glaube, das war der Ultimate Blue. Der hatte auch so eine Bananennote. Das war dieses Eisbonbon-Banane.
Alle haben davon gesprochen, alle haben davon geschwärmt. Ich selber bin da nicht so ein Fan von. Muss ich ehrlich sagen. Aber an sich gibt es eine Kaufempfehlung. Ja Leute, das soll es für heute auch schon wieder gewesen sein. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann drückt doch auch gerne den Like-Button unter mir. Und wenn ihr noch kein Abonnent dieses Kanals seid, dann abonniert ihn doch gerne kostenlos. Dann verpasst ihr keine weiteren Videos von uns. Ich hoffe, beim nächsten Mal sind wir wieder zu dritt am Start oder sogar zu viert mit dem Flo. Ja, und dann geben wir auch unser Statement zur Messe ab. Ihr habt euch vielleicht schon gefragt, Shisha-Team, Frankfurt, Berlin, immer ein Messevideo. Dieses Mal haben wir euch sitzen lassen. Nicht ohne Grund, muss ich ehrlich sagen. Also, wir werden euch definitiv noch ein ausführliches Statement dazu geben, aber es hat sich schon mal vorab nicht gelohnt, überhaupt ein Messevideo zu machen. Ich habe gefilmt, ihr werdet auch ein paar Aufnahmen sehen, aber seid gespannt. Bis dahin, macht's gut, guten Rauch, guten Geschmack, schönen Sonntag noch. Ciao, ciao.